I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, wie das Dschungelcamp auf der Insel heißt, wird im November dieses Jahres zum zweiten Mal in Folge in Wales gedreht, genauer gesagt auf Grüch Castle in Abergele an der Nordküste des Landes. Das teilte der Produktionssender ITV mit. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei der logistische Aufwand aufgrund der anhaltenden und nicht weiter planbaren Reisebeschränkungen gewesen, schreibt der Mirror. Es sei zu schwierig gewesen, das gesamte Produktionsteam, die Prominenten, Begleiter und Moderatoren in der Covid-Krise nach Australien zu fliegen. Nach einer sehr erfolgreichen Show auf der Burg im letzten Jahr, freuen wir uns, dass wir dorthin zurückkehren können, sagte Katie Radcliffe, ITV Head of Entertainment Commissioning. Ich habe keinen Zweifel, dass das Produktionsteam eine weitere äußerst unterhaltsame Serie produzieren wird. Wo die deutsche Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus gedreht wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Stand ist, dass wir nach wie vor alles versuchen, um im Januar eine Show aus Australien möglich zu machen, sagte RTL-Sprecher Klaus Richter zu DWDL. Schon Anfang 2021 war das Dschungelcamp aufgrund der explodierenden Infektionszahlen ausgewichen. Nach der Absage an Australien entschied sich RTL auch nicht auf dem walisischen Schloss zu drehen. Stattdessen wurde für die 14. Staffel die Dschungelshow ins Leben berufen, die in einem TV-Studio in Hürth gedreht wurde. Drei Promis wurden je drei Tage in ein Tiny House eingesperrt, Filip Pavlovic, 27, gewann. Laut Bild steht fest, dass 2022 nur vollständig geimpfte Promis dabei sein sollen, die vor und nach dem Dschungelcamp in Quarantäne müssen. Auch das Versace Hotel soll angeblich vorübergehend Geschichte sein.